Der indische Zwergstachelaal ist ein verstecklebender Kleinfisch aus der Ordnung der Kiemenschlitzaale. In freier Wildbahn bewohnt er die Flüsse, Teiche und brackwasserhaltigen Mündungen Indiens, Bangladesch und Nepal sowie auch in Pakistan. Die Aale bewohnen dort am liebsten ruhig fließende Gewässerpartien mit feinem Sediment. Während Männchen mit maximal 12 cm deutlich kleiner bleiben, erreichen Weibchen bis zu 18 cm Körperlänge und nehmen kurz vor der Laichzeit an Körperumfang zu. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich aus Kleingetier, welche die Fische mit ihren Tastnasen aufstöbern. Nebst verschiedenen Insektenlarven gehören auch Schlammröhrenwürmern und Larven von Stechmücken zur Leibspeise. Auch im Aquarium bevorzugen Zwergstachelaale überwiegend tierische Kost. Nach Angewöhnung auch Frostfutter, wobei für eine artgerechte Ernährung gelegentliches Lebendfutter unerlässlich ist. Zwergstachelaale bevorzugen geräumige Becken mit feinem, sandigem Bodensubstrat, da sich die Tiere auch gerne mal eingraben. Auch verschiedenste Verstecke in Form von Höhlen und Unterständen werden gerne genutzt. Da die Aale sehr gesellig sind, sollte man sie in kleineren Gruppen von 5 bis 6 Tieren halten. Man kann sie dann oft gemeinsam in Höhlen ruhen sehen. Als dämmerungs- und nachtaktive Tiere sollte man auf nicht allzu grelles Licht im Becken achten. Die Tiere belohnen es durch ihre erhöhte Aktivität. Stachelaale an sich sind äußerst neugierig und werden oft sehr zutraulich. Besonders junge Tiere verlieren oft ihre Scheu komplett und werden regelrecht handzahm. Entsprechend gut sollte das Aquarium verschlossen sein, damit die Tiere keine Ausbruchsmöglichkeiten finden. Indische Zwergstachelaale pflanzen sich in der Natur in der Regenzeit zwischen Mai bis August fort. Die Fische laichen bevorzugt in oberen Wasserschichten zwischen feinen Schwimmpflanzen und Wurzelwerk ab. Die ca. 2,5 mm großen hellbraunen Eier sinken anschließend zu Boden, wo die Entwicklung zur Jungfischlarve stattfindet. Auch im Aquarium ist die Zucht gelegentlich gelungen. Nach dem Überführen der Eier konnten die Jungfische mit Artemia nöpliens großgezogen werden. In freier Wildbahn werden nach der Laichzeit kurioserweise so gut wie keine Männchen mehr gefangen. Warum das so ist, weiß man bis heute nicht genau. Eine sehr hohe Mortalitätsrate könnte dafür die Ursache sein.
Der indische Stachelaal ist ein kleiner Vertreter der sonst eher größer werdenden Familie der Stachelaale und macht ihn deshalb für mittlere Aquarien besonders attraktiv.